Hi, willkommen. Nochmal Jackson Fidget, yay. Am nächsten Tag, Tag 2. Ich habe gerade schon eine Folge aufgenommen. Angefangen. Aber da hatte ich dann keine Pilze mehr. Beziehungsweise ich habe gesehen, oh, ich habe vergessen Pilze zu kaufen, habe dann mal neu angefangen. Ich habe noch nichts gemacht. Was wollte ich? Achso, vorhin habe ich noch gesagt, jo. Ich habe mich jetzt hier so angezogen wie auf W3. Angezogen. Aussehen gemacht wie auf W3. Und hier habe ich heute übrigens geblättert auf W3, weil es ist ja Epic Event. Und ich habe mich da halt ein bisschen neu ausgerüstet. Genau. Sieht zwar farblich kacke aus, finde ich, aber jallo. So. Was kann ich hier sagen? Ich bin jetzt momentan Level 18. Also wie gestern, es ist alles wie gestern. Außer dass ich jetzt 46% Sammelalbum habe und nicht mehr, keine Ahnung wie viel. Aber ich hatte. Also ich habe so gut wie möglich jetzt schon gepusht. Es geht besser, ich weiß. Keine Ahnung, wie viel haben denn andere hier so? 50. 48, die haben alle schon ihre Alu gemacht, glaube ich. Vier Lampen so. 44, 46. Und 48. Ah. Ja, also ich könnte es noch ein bisschen besser machen. Das mache ich dann morgen halt. Und jo, ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt mit meiner Alu an, nachdem ich den Angriff gewagt habe. Auf irgendeinen Randy, den ich schaffen könnte. Dich. Danke. Und ja, mein Ziel jetzt heute ist Level, weiß ich noch nicht ganz genau. Welches Level hätte ich denn gern? Welches Level hätte ich gern? So Level 24, 25 müsste eigentlich drin sein, denke ich mal. Also könnte ich eigentlich schaffen. Okay, das sind alles 2-Minuten-Quests. Ich skill währenddessen gleich mal noch ein bisschen. Machen wir da einfach mal auf 75. Bloß damit ich einfach mal. Oh, zu wenig Gold. Damit ich einfach gleich ein bisschen mit Skillen tue, weil ich habe gesehen, dass andere Leute schon wieder so krass hohe Basiswerte haben. Wo ich mir dann denke, warum habt ihr so viel mehr Goldstücke verdient als ich? Okay, ich spiele sehr viel auf Erfahrung. Das macht natürlich auch was aus. Aber trotzdem. Trotzdem ist es krass, was manche Leute schon an Gold verdient haben. Auch ohne Stadtwache. So, da will ich jetzt als Basiswert 100 haben. Und ach, das könnte ich euch auch gleich nochmal zeigen. Seitdem ich gestern aus der Gilde rausgegangen bin, habe ich diese ganzen Nachrichten bekommen. Ich habe echt alle behalten, habe keine gelöscht. Jo, das sind alles Gildeneinladungen oder Nachrichten mit Betreff hier. Jo, willst du meine Gilde? Okay, das ist Tschechisch, das verstehe ich nicht. Hey, auf der Suche nach einer Gilde. Hi, meine Gilde. Hallo. Ah, da schreibt einfach nur Hallo. Hi. Jo. Genau. Das ist halt, ja, da so viel passiert. 80 Sachen, die lösche ich dann alle. Jo, also ihr braucht mich nicht in eine Gilde einladen, ne? Bloß damit ihr Bescheid wisst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee. Jetzt habe ich fast schon wieder 100 Alu weg. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Gold geholt als sonst. Von den Quests her. Handschuhe. Stärke plus 21. Ja, da muss ich dann wieder schauen, was ich heute so mir für Sachen erblättere. Wenn ich da wieder gute möchte. Gestern hat es relativ gut funktioniert, eigentlich, muss ich schon sagen. Also, ich habe im Endeffekt ziemlich gute Sachen gehabt. Was ich natürlich sehr begrüße. Nehme dich und verkaufen dich dann. Und dann haben wir gleich noch mehr Gold raus. Und jetzt bin ich Level 20. GG. Hat er GG geschrieben? Ne, da hat geschrieben, thanks for the invite. Warum gratuliert er mir nicht, Bitch? So. Machen wir einfach mal weiter. Halt, jetzt kann ich einen Dungeon-Schlüssel finden. Danach sollte ich jetzt natürlich auch schauen, ob ich bei irgendeiner Quest den Dungeon-Schlüssel drin habe. Vielleicht eher die kürzeren Quests nehmen, damit ich den Dungeon-Schlüssel heute auf jeden Fall noch finde. Ah, da ist er schon. Okay, sehr gut.
Dann machen wir die gleich mal auf, die Tür zum Dungeon. Skillen ist gerade da, okay. Dann machen wir einfach den Dungeon direkt mal, weil den müssten wir eigentlich locker schaffen. Schauen wir mal. Ja, das schaffen wir. Sehr gut, oh mein Gott. Epic Waffe, yay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist doch sehr schön, sowas sieht man doch gerne, oder? Oh mein Gott, dann schaffen wir den direkt auch noch, oder? Ja, und direkt noch ein Epic, was zur Hölle? Was ist denn heute los? Jetzt habe ich viel mehr Ausdauer, what the fuck, warum Ausdauer? Ausdauer, ah. Weil ich auf den ganzen Sachen, wo ich Intelligenzsachen drin hatte, jetzt Epics bekommen habe. Schaffe ich dich jetzt auch schon? Relativ knapp nicht. Relativ knapp nicht. Also du wirst heute auf jeden Fall noch liegen, wenn ich meine Arno fertig habe. Oder jetzt auch gleich. Schauen wir uns mal einen Versuch an, wenn ich zuerst dran bin. Dann fange ich an mit einem Crit. Sehr gut. Er crittet mich bis jetzt noch nicht. Da komme ich mit noch einem Crit, der ihm richtig viel Leben zieht. Das könnten wir sogar schaffen, wenn er jetzt nicht critten wird. Ne, jetzt crittet er. Ja, okay. Also, nevermind. Machen wir weiter mit der Alu. Das ist ein Hut, den brauche ich nicht. Der ist nicht so geil. Nein. Nein. So, ich muss dann halt schauen, dass ich die Sachen mir paar Intelligenz-Equip-Sachen zulege und nicht bloß Ausdauer behalte. Weil das könnte sonst eine ziemlich unausgeglichene Sache werden hier. Wenn ich so viel Ausdauer habe, ist es natürlich nicht so gut. Kaufen wir das. Mach ich da auch erstmal. So, es ist jetzt nicht so krass von den Werten her. Aber ich habe ja noch 100 Alu. Und dann muss ich mir noch ein bisschen Equip zusammensuchen. Was haben wir denn da? Jo, Waffen geben immer sehr viel Gold, wenn ich sie verkaufen kann. Wenn man sie verkauft, meine ich. Die Waffe fehlt mir, glaube ich, sogar noch im Sammelalbum. Ja. I knew it. Nur leider muss ich, oder denke ich einfach, dass ich diesen die Waffe, die ich jetzt gerade habe, jetzt dann gleich wieder loswerden muss, wohl oder übel, weil ich dann einfach zu, weil die vom Durchschnittsschaden her, glaube ich, nicht so gut dabei ist, sag ich mal. Wenn ich mich nicht täusche. Überspringen. Die Quests sind alle ein bisschen blöd gewesen. Die Quest kann ich nehmen. Die nehme ich. Und das ist die letzte. Das ist schon die letzte. Oha. Ich bin mit Level 23 und ein bisschen durch die Quests. Level 26 ist der beste über uns. Dungeons hat in der 11. Goldstücke verdient 1100. Wie viel habe ich da? 1100. Aha, schaut mal. Da bin ich sogar mal gut dabei. Vielleicht ihr so 1000. 37 und 162. Das sind trotzdem viele höhere Base-Werte. 600 gewonnene Kämpfe. 666. Ihr habt alle so viele gewonnene Kämpfe. Silber, wartet mal, wie viel habe ich denn? Oh, 900. Oh, warum so viel? Haben schon Leute mit der Festung angefangen? Die kann man ja Level 25 bauen. Tatsächlich. Oha. Ich glaube leider nicht, dass ich Level 25 noch schaffen werde. Deswegen werde ich wahrscheinlich mit der Festung jetzt nicht anfangen können. Was einerseits natürlich ein bisschen doof ist. Aber, oh. Sogar mal ein 3 Attribute Epic. Das bringt mir sogar mal was. Nice. Und stimmt, ich kann auch im Glücksrad drehen 20 Mal. Stein und Holz, Holz und Holz und Gold und Holz und Pilze, Erfahrung, bitte mehr Erfahrung, Dankeschön.
Gold, Holz, 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 Holz. Ich brauche nicht so viel Holz. Gold, nochmal Gold, Holz, Stein. Gut, das war jetzt nicht so geil. Aber was soll's. Jetzt schauen wir hier einfach mal ein bisschen durch, was ich mir da so anlächeln könnte. Also, weil, wie ist so von den Werten her? 30. 42. 42, ja, okay. Also, so ein Double-Ding da gibt mir 42. Dann ist mir 30 für ein Einzelnes natürlich zu wenig. 32 ist mir eigentlich auch zu wenig. Da hatten wir gerade 34. Da 34. Also Schuhe und Dings auf jeden Fall. 34, aber Geschick. Also Schuhe und Ring werde ich auf jeden Fall austauschen. 32, nee. Und natürlich hätte ich ja gern was, was mir Intelligenz gibt dann eigentlich. Da hätte ich jetzt auch 40 gehabt. 33, wenn ich sowas finden würde, 34 Intelligenz Ring. Nehmen wir den doch mal. 34. Und wenn es geht, jetzt noch eine bessere Kette. Ich gucke mir trotzdem die anderen Sachen mal noch an. Vielleicht finde ich da jetzt doch noch einen Ring, der irgendwie viel besser ist oder so. Schon hätte ich 44 haben können. Wäre die sinnvoll gewesen, die Kette. Also auf guten Werten hätte ich da 44 haben können, aber war wohl nix, ne? Austausch ist 28. Nee, das ist nix. Nee. 30, 32. Austausch ist 26. 26 Austausch ist dafür einfach zu wenig. Tut mir leid, aber das ist so. Hm. 38 insgesamt. Dann nehme ich die, glaube ich. Schaffe ich vielleicht den da? Nee, oder? Nee, der wird zu viel. Oh, lol, doch. Das war so ein ganz knapper Versuch und die restlichen sind jetzt wieder so schlecht. Ah, verdammte Kacke. Warum? Warum bin ich nur Level 23? Ein bisschen. Bin da gar nicht so scheiße. 26, wie die? Was hast du getan? 11. Anschnitttauschen, wie viel hab ich denn? 10. Hat nur eine mehr geschafft als ich. Naja. Jetzt schauen wir hier mal kurz. Oh. 34. Und die geben mir sehr viel Rüstung. Das ist an sich nicht schlecht. Ja, schaut mal da. 100, 110. Also da kann ich definitiv was Besseres finden. Das ist jetzt nicht so... Weiß nicht, was ich dafür einen Durchschnittsschaden von der Waffe erwarten kann. Also 100, habe ich jetzt gesehen, 108. Also sag ich mal 108 aufwärts. 108, 99, nee. Nee, das ist mir alles zu wenig. Es geben halt die Sachen immer so wenig Wert. Oh, 104. 104, aber beides 40. Das hätte ich da jetzt auch. Nee. Das hätte ich da jetzt auch und das dann deswegen. Das Wechsel macht nicht so krass viel Sinn. Und da ist überall nichts dabei. Da ist nichts für mich. Bringt mir alles nix. 27, ja krass. Handschuhe, okay, die Handschuhe kann ich ja dann, rein theoretisch kann ich die Handschuhe lassen. Trotzdem bräuchte ich halt die anderen Sachen neu. Vor allem Schuhe bräuchte ich ganz dringend. Ich brauche eigentlich alles ganz dringend, also nicht so krass dringend. Gerade den Helm da, den kann ich jetzt noch lassen. Den werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch nicht austauschen. Aber
Eine andere Waffe wäre schon schön. Der Stab wäre cool gewesen, aber... Schuhe... Hätte ich gerne Intelligenzschuhe, oder? Ich glaube schon. Ich tausche das da, Ausdauer. Nein, ich habe 34. Ah ja, natürlich, wenn ich die Waffe wieder weg habe, dann habe ich auch wieder weniger von dem Wert. An die Waffe habe ich dabei jetzt gar nicht gedacht. Je nachdem, ob ich eine Intelligenz- oder eine Ausdauerwaffe nehme. An die Waffe habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist jetzt doof. Farm mich ja nicht ab. Du Bastard. Trau dich. Ich schwöre bei Gott. Ich finde dich. Oh. Okay, das mit der Waffe hat sich dann wohl erledigt, Leute. Jetzt habe ich einfach dieselbe Epic-Waffe nochmal bekommen. Ja, gut. Hätten wir das Problem mit der Waffe gelöst. Schaffe ich den jetzt noch mit ganz viel Glück vielleicht irgendwie. Ganz, ganz viel Glück. Komm schon. Komm schon. Das wäre lustig. Dann hätte ich vielleicht noch Level 25 und könnte mit der Festung anfangen. Dann wäre ich dann zwar hinter den anderen, von den dann, danach dann irgendwann hinter den anderen. Aber könnte ich wenigstens die Festung anfangen. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch machen könnte, um Erfahrung zu bekommen. Eigentlich nichts. Pets haben wir nicht. Glücksrad habe ich alles. Neue Schuhe mir zulegen könnte ich. Neue Schuhe mir zulegen könnte ich. Beste Grammatik. Die Schuhe waren scheiße. 112. Die Grammatik war gerade richtig geil. Ich sollte Deutschlehrer werden. Definitiv. Weiß gar nicht, wie anstrengend es ist, das alles so durchzugucken. Immer wieder aufs Neue. Schnell zu lesen, was da für Werte stehen. Dann traurig zu sein, dass nichts Gutes dabei ist. Kann ich nicht einfach irgendwie ein sinnvolles Paar Schuhe finden? Pff, 42. Ist der Wert ist mir leider viel zu hoch, um dass ich ihn auslassen könnte. 38, aha. Haben wir doch auch noch einen schönen hohen Wert gefunden. Da haben wir noch einen schönen hohen Wert gefunden. Komm, Gremlin. Do me a favor, please. Der zieht mir so viel. Es ist nicht mehr feierlich. Das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Mann. 27, da könnte ich höchstens mir noch einen neuen reinlegen, Gürtel. Der Rest ist jetzt... relativ in Ordnung, außer vielleicht doch das Glücksbringerchen durchwechseln und den Gürtel jetzt noch und dann habe ich das doch auch. Boah. Wow. 4, 5, 5, 8, das ist natürlich um einiges mehr Damage Output. Der Stab ist an sich ziemlich genial. Dass ich sowas jetzt finden durfte. Puh. Trotzdem brauche ich noch einen Gürtel. Also da habe ich jetzt Glück gehabt mit dem Stab. Da muss ich jetzt ehrlich mal sagen, da habe ich Glück gehabt. Was hat denn der da Ausdauer? Da hätte ich dann natürlich gern wieder einen, der mir Ausdauer gibt. Eigentlich. Außer wenn er jetzt auch so extrem gut ist. Einmal will ich was mit Ausdauer finden, dann finde ich nichts. Kann ja wohl nicht sein. 34. Oh, da hätte mir 44 gegeben, wenn es sinnvolle Werte gewesen wären.
sind es leider nicht gewesen. Kann man nicht alles haben, was man möchte, ne? Leider. Nein. 28, 39, nein. Ist denn das so viel verlangt, ja? Stärke. Oh, ein Astralstab. Oh. Oh. Hm. Pff, wenn ich das tauschen würde. Ich kaufe ihn mir mal. Und schau, weil dann könnte ich nämlich rein theoretisch auch einen Gürtel jetzt nehmen, der mir Intelligenz gibt. Damit wäre ich dann auch zufrieden. Dann habe ich ja die Variation zwischen dem und dem. Das wäre an sich nicht schlecht. Die Voraussetzung ist natürlich immer noch, dass ich einen finde. Boah, 44 wäre das auch wieder gewesen. 33 ist mir halt zu wenig. Das ist einfach vom Wert her viel zu niedrig für die Umstände, die ich hier mit meinen Sachen sonst habe. Ist das einfach eine Nummer zu klein? Guck mal, jetzt kommen nach dem ganzen Blättern kommen jetzt erst diese Astralstäbe da und sowas. Die haben echt lange auf sich warten lassen. Ich dachte mir gerade, oh, Epic. Nein, warte mal, ich habe das bloß bis jetzt noch nicht beim Blättern gesehen. Die Zauberstäbe. Deswegen hat mich das jetzt total verwirrt. Ach, I hate my life doch schon wieder hier. Da was zu finden, was da überhaupt reinpasst in das Schema. 38. 38 insgesamt, ja, dann machen wir es halt so rum. Passt schon. Muss passen, gell? Jo, den Gremlin schaffe ich trotzdem nicht, oder? Das sieht sehr schlecht aus. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Kann ich... Damit mache ich halt um einiges weniger Schaden, aber habe um einiges mehr Leben. Aber das wäre trotzdem nichts hier mit dem Gremlin. Jo, da muss ich mich wohl damit erstmal zufrieden geben. Aber dann skill ich auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen. 3. Machen wir da mal. Einfach so da, hin und her. Mal das. Mhm. Aber zu wenig Gold. Gut. Ach, jetzt ist das eine unebene Zahl. Ungerade Zahl. Oh, boah, der Versuch war gut. Ich hab's trotzdem nicht alle 25 geschafft. The fuck? Das ist sad. Dass ich, keine Ahnung, ein Dungeon mehr habe als der. Aber es trotzdem nicht auf Level 25 geschafft habe. Hat auch 12. Der hat auch 12. Hm. Gut. Irgendwas habe ich dann wohl doch falsch gemacht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Habe mich gerade jemand angegriffen, ich habe Gold bekommen. Ah nee, von dem Gegner. Guck mal, wenn ich den Stab nehme, habe ich... Hm. 426, 405. Aha. Keine Ahnung, wie ich da jetzt so damit stehe. Den Stab erstmal rein. Mhm. Jetzt greife ich einfach mal wieder ein paar Leute an. Jetzt gucken, wie es so steht. Der war knapp. Itachi-Boss. Okay, das schaffe ich. Dich schaffe ich auch.
schaffe ich auch. Sehr schön. Dich auch. Ja. 12? Oh, da hat er eine gute, coole Waffe. Immer noch 12. Okay. 8. 8, immer noch. 25 mit 8 Dungeons. Was? Wie zur Hölle? Ah, der hat, glaube ich, nur auf Gold. Nee, hat er nicht mal. Hä? Wie zur Hölle kann der mit 8 Dungeon-Etagen Level 25 geschafft haben? Und ich habe es mit 12 Dungeon-Etagen nicht auf Level 25 geschafft. Okay. Passt schon. Ich versuch's mal nicht irgendwie. Ah, Quasma schaffe ich nicht, oder? Vielleicht mit der anderen Waffe? Ja, mit der Waffe schaffe ich ihn. Harvey Sucks. Ach komm. Der hat eine Waffe, die ich fürs Sammelalbum bräuchte. Der auch. Wo schaffe ich denn die beiden nicht? Yo. Dankeschön. Dich muss ich jetzt auch noch schaffen. Dankeschön. 7. Schaffe ich Davalon? 33 ER. Ah, vielleicht mit der anderen. Waffe müsste ich es probieren. Weil es Magier gegen Magier ist. Hey, als ob, er hat nicht so viel bessere Werte als ich. Ja, immerhin. Warum habe ich das nicht auf Level 25 geschafft? Waren die alle Level 25? Was ist denn bei den allen passiert? 170 Quests. Wie viele Quests habe ich gemacht? 145? Hä? Nehme ich immer nur die langen Quests? Ist das so? Nehme ich immer nur die langen Quests an? Ah. Sehr schön. Schaffe ich die nochmal? Nein. Komm. Ja. Müsste ich noch mal schaffen? Tushin. Das funktioniert irgendwie gerade nicht. Ja! Jetzt! So schön. Jetzt bin ich wieder Platz 1. Passt. Versuche ich mich am Ende der Folge immer auf Platz 1 vorzukämpfen. Dann bin ich zufrieden. Jetzt bin ich wieder Platz 2. Kleine Bitch. Was soll denn das, ne? Da denkst du dir so, nee, du hast jetzt Intelligenz-Sachen drin. Da tue ich meine Intelligenz-Sachen wieder rein. Auf jeden Fall war ich mal ganz kurz noch auf Platz 1. Jetzt könnte ich zwar bestimmt nochmal mich da hochschlagen, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Da hoch. Ein Platz höher. Ja, sehr schön. Hat doch gut geklappt. Das bräuchte ich fürs Sammelalbum, das sehe ich jetzt schon. 3 Sachen für Sammelalbum hat er für mich gehabt, nice. Morgen höre ich dann, wie viel Prozent habe ich denn dann im Sammelalbum? 50, 52, 53. Denke ich mal, sollte ich bis morgen schaffen. Jo. Verstehe nicht, wie die alle so viel Level haben können. Das nervt. Das nervt mich jetzt echt. Little Bärchen hat was für Sammelalbum gehabt, sehr schön. Oh, jetzt bin ich wieder Platz 1. Läuft bei mir. Ah, weil Tushin gegen mich gekämpft hat. 2-mal. Mit meinem Dings. Ja, ah. Okay, also bin ich jetzt nochmal Platz 1, dann belasse ich es jetzt so dabei. Damit man den schönen Screen da hat. Wieder Platz hat. Yay! Jo. Dann war es das erstmal wieder für die Folge. Es geht am Morgen weiter. Ja, genau, es geht morgen weiter. Jo, also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.